Man hat sie vom Amt des Koloniemagistraten suspendiert, bis eine offizielle Untersuchung ihrer Kontakte mit den Söhnen von Korhal stattgefunden hat. Gerade kommt eine Übertragung herein. Hey Mann, die Jungs von Arcturus haben mich aus dem Gefängnisschiff befreit. Die scheinen von der Konföderation die Nase mindestens genauso voll zu haben wie wir. Ich kenne ihren Ruf, aber auf mich machen sie einen ganz vernünftigen Eindruck. Ich glaube, Arcturus wollte mit ihnen reden. Commander, Marsara wurde von den Zerg fast völlig überrannt. Die Konföderierten verlassen den Planeten. Und wir auch. Allerdings gibt es etwas, das ich vor dem Abflug noch gern tun würde. Ich will, dass Sie dem konföderierten Außenposten dieser Kolonie einen Besuch abstatten. Und alles mitnehmen, was Sie im Netz über Waffendesign und Waffenpläne finden. Bei dem Chaos, das während der Evakuierung herrschen wird, dürfte es für Sie kein Problem sein, schnell rein und wieder rauszukommen. Ich bin dabei. Moin Moin. So, weiter geht's. Wir sind suspendiert und dürfen leider nicht mehr mit der, mit dem Duke spielen und so. Jo, wir haben jetzt hier unsere kleine Angriffstruppe und sollen, wie eben schon besprochen und gehört, eine Datendisk holen. Das Tolle ist, wir haben jetzt hier Jim Rayner als Marine diesmal. Aber hier ist voll ausgebaut, ne? Also alles 3-3, die haben alle 3-3 hier, der macht 21 Schaden. Was machen sie hier? Die machen 9 Schaden. Die machen sogar 22 Schaden. Jo, und wir sollen hier jetzt rein. Wir haben keine eigene Basis. Hier wird nicht gebaut, sondern wir müssen einfach nur hier durchdrehen und die Datendisk holen. Der Weg dahin ist sogar relativ kurz, wenn man ihn kennt. Aber da wir ja eigentlich alles an Zeit und Geduld haben, gucken wir uns das alles mal ein bisschen besser an. Wir haben auch die Stimpacks, haben wir auch, aber die werden wir mal nicht benutzen. So, hier geht's rein. Und hier ist vor allem eins, hier sind Zivilisten. Und diese Zivilisten... Ganz ehrlich, wir können zwar entscheiden, was wir mit ihnen machen, aber es hat eh keine Auswirkung. Deswegen nehmen wir sie einfach mit. Ne, ab in die Hölle mit euch. Bevor euch die Zergs kriegen, machen wir lieber kurz einen Prozess mit unseren Marine-Gewehren. Ich glaube, das ist tatsächlich gnädiger irgendwie. Hier ist eine Verteidigungsanlage. Die sollten wir möglichst schnell ausräumen, weil die machen doch gut Schaden. Haben uns jetzt zum Glück nicht getroffen, aber... Würden sie uns treffen, würde das ganz schön Aua machen. So, wir laufen jetzt erstmal hier runter. Das wäre übrigens der falsche Weg hier runter. Soweit ich mich erinnere. Aber wir gucken uns, wie gesagt, wir gucken uns mal alles an. So, alle da. Gut, dann geht's rein hier. Hier sind Zivilisten und ein Loch. So, macht's gut, die Zivilisten. Ah, ein Loch mit Glas drüber. Dann gucken wir uns das hier alles mal ganz genau an. Das ist zum Thema schnell rein und wieder raus, ne? Da geht's sogar nochmal hoch. So, da würde es sogar nochmal hochgehen. Wir gucken uns das mal an. Diese Ecke dieser Karte kenne ich, glaube ich, gar nicht. Einfach, weil... ich mir das nie genauer angeguckt habe. So, das dauert, bis die Wegfindung das hier alles hinkriegt, hier hochzufinden. Ja, gute alte 90er Jahre Wegfindungstechnologie. Und so. So, was haben wir denn hier? Hier auf jeden Fall ein Räumchen. Oh, mit... ja. Die ging schneller kaputt, als er aufgetaucht ist. Echt ziemlich gut. So, aber viel... auch irgendwie Gegenwehr oder so haben wir jetzt noch gar nichts, ne? Außer hier diese zwei Fallen, die wir gesprengt haben. Das könnte gut werden. So, was haben wir denn hier? Geht auch die Tür auf. Da kommt ein Marine entgegen. Aber Marine auf 0-0. Also, die haben einfach nix. Wir sind voll ausgebaut mit unseren Einheiten und die haben einfach nix. Das ist bitter. Bitter für euch, würde ich sagen.
So, hier wäre jetzt der andere Weg gewesen. Hier sind Marines. Ja, wie schnell die einfach drauf gehen. Und wir haben... er hier ist am stärksten verwundet mit 10 von 40. Wow. Einfach fast nichts abgekriegt. Also das sollte alles gar kein Problem sein. Guck mal hier, Jimmy. Jimmy hat 200 Leben. Und bei dem Schaden, den er macht, kein Thema. Oder unten ist ein Goliath. Den sollte man möglichst schnell wohl ausschalten. Der sollte möglichst schnell kaputt gehen. Jo. Wir haben jetzt auch eine Einheit verloren. Stört uns aber gar nicht so sehr. So, wir sind jetzt einmal hier rund gelaufen. Jetzt sind wir wieder beim Gang, wo wir hier vorhin waren. Ist okay. Hier oben geht's dann noch weiter. Das gucken wir uns aber dann mal an. Jetzt gucken wir erstmal, was es hier in der Ecke noch gibt. So, gefällt mir. Hört sich gut an. Du hörst dich gut an. Na klar. Aber klar doch. Da ist ein Schalter. Was macht der? Ah, Teleporter. Ja, hier ist ein Teleporter. Wir gehen aber nochmal zurück. Du bitte auch. Was ist denn hier noch? Was macht denn dieser Kreis? Probieren wir den auch gleich mit aus. Hey, ihr dürft hier nicht rennen. Überwachungskameras aktiviert. Ja, überhaupt kein Problem. Ah, Überwachungskameras. Jetzt können wir hier sehen, was hier geht. Achso, hier, das hier ist übrigens die Datendisk. Also hier ist unser Ziel. Hier ist noch so ein Kreis und hier oben ist auch noch so ein Kreis. Die möchte ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Weil die haben auch noch Feuerfresser und so. Die scheinen ja irgendwas zu verteidigen. Ne? Deswegen gucken wir uns das mal an. Haben ja nichts zu verlieren und wir haben ja auch alle Zeit der Welt. So, hier oben wollen wir hin. Wir haben sogar einen Ghost hier stehen. Aber ganz ehrlich, null Problemo. Null Problemo, diese Ghosts. Hier sind Zivilisten. Und natürlich auch ein paar Marines. Die aber lächerlich, lächerlich wenig Schaden machen. So. So, unbekanntes Territorium. Jetzt gehen wir mal hier rein. Gucken mal, was der Kreis da macht. So, lieber Kreis. Lieber Kreis, was machst du? Aber klar doch. Das könnte gut werden. Aber klar. Erstmal schlachten wir die Zivilisten und die Marines ab. Automatisches Verteidigungssystem deaktiviert. Das heißt, diese Fallen werden jetzt wahrscheinlich nicht auslösen. Schätze ich jetzt einfach mal. Das klingt so danach. So, hier oben, die sind schon ein bisschen besser gepanzert. Deswegen gucken wir mal ganz neugierig, was die hier so machen. Was ist das denn? Ryadron und Ragnarsaurus. Wow. Und drin ist, hier drin sind sogar Zerklinge. Zellentüre offen. Ah, wir haben jetzt die Tür hier geöffnet. Also gehen wir mal die Zerklinge auch gleich mit töten. Warum auch nicht? Wir sind ja hier on Rampage. On Rampage. Oh, guck mal. Ich glaub's einfach nicht. Sollten sie aber. Ich habe Zerg in Käfigen gesehen, die der Konföderation gehören. Und das war vor mehr als einem Jahr. Es ist sonnenklar, dass die Konföderation über diese Kreaturen schon eine ganze Zeit Bescheid weiß. Was weiß denn ich? Vielleicht züchten sie die Dinger sogar. Aber egal. Wichtig ist für uns, dass wir Zugang zum Netz der Konföderation bekommen. Um die Zerg kümmern wir uns ein andermal. Okay. Allzeit bereit. Der läuft mir nach. Er hat mich lieb. Na klar. Tot. Hört sich gut an. Tot. Aber klar doch. Ja, also, wie wir schon gehört haben, die halten hier Zerklinge fest und züchten die scheinbar. Also, vielleicht. Das ist jetzt doch schon eine Verschwörungstheorie. Aber sie wissen auf jeden Fall schon länger über die Zerg-Angriffe Bescheid, die Konföderation.
Und trotzdem tun sie scheinbar wenig. Also die Evakuierung, die ja sehr langsam lief, also im Stich gelassen wurden wir ja in der letzten Mission. Und nur die Söhne von Korhal haben uns befreit. Und jetzt sind wir ja sogar suspendiert. Und irgendwas läuft da nicht so recht mit... Irgendwas läuft da nicht mit rechten Dingen. Also es ist alles schon ein bisschen arg komisch. Das mag mir auch gar nicht gefallen, weil, also eigentlich schon, weil es führt ja zu mehr Story und mehr Spielspaß und Spieldauer, aber so in Story, das gefällt mir gar nicht. So, hier vorne ist auch noch ein Stück, was wir suchen. Oder? Nee, Moment, da kamen wir raus. Da war Ende des Teleporters. Und trotzdem, was es hier oben gibt. Immerhin Marines, die scheinen was zu verteidigen. Lass mich raten, jetzt kommt hier eine Sackgasse. Jetzt kommt hier eine Sackgasse. Ne, hier geht's erstmal runter. Okay, interessantes Map-Design. Da ist auch noch eine Tür. Und da vorne geht's auch nochmal hoch. Gucken wir erstmal in die Türen rein. Hier ist ein Adler. Ein toter Adler. Noch ein toter Adler. So, wir haben unsere zweite Einheit verloren. Ja, ein bisschen Schwund ist immer. So, was gibt's noch hier oben? Da ist eine Verteidigungsanlage, hey. Da ist noch Marine. Da ist auf jeden Fall noch ein Kreis. Zuerst muss der Marine dran glauben. So, was gibt's hier noch? Noch ein Teleporter. Okay, der Teleporter führt hier noch hin. Das gucken wir uns auf jeden Fall auch mal an. Wie gesagt, diese Sektion hier kenne ich gar nicht. Aber es kann sein, dass die mit... Ja, wir sind ein Eindringling. Was war denn hier unten? Hier unten war gar nichts mehr, ne? Das ist ein in sich geschlossener Raum. Okay, dann sind wir jetzt hier. Das ist jetzt hier gleich das Ende. Da sind hier noch die Marines und da kommen dann unten auch gleich die Ghosts und so. Er wird auf jeden Fall noch ein bisschen knapp. Also, Rainer würde das alleine schaffen. Jimmy, Jim, Jim. Aber ja, bringt auf jeden Fall die Story weiter. Guck mal, die ist geplatzt, bevor sie schießen konnte. Das sind mal Reaktionsfähigkeiten hier. Reaktionsfähigkeit ist mein zweiter Vorname. Mossi, Reaktionsfähigkeit, Mossberg. Ja, 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 ja. So, da ist der Ghost und die Marines. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die schnell töten. Vor allem den Ghost. So, der Rest sollte kein Problem sein. Es sind zwar nur noch Feuerfresser und Jimmy übrig. Aber es sollte kein Problem sein. Ja, das war auch, glaube ich, alles. Aber um OCDs willen machen wir die Marines hier noch, die Zivilisten noch fertig. Oh, da ist noch eine Verteidigungsanlage. Und noch ein Feuerfresser. So, damit hätten wir jetzt, glaube ich, alles. Ne, da sind noch mehr Zivilisten. Nimm die Zivilisten mit. Zivilisten schlachten. Jawohl. So gehört sich das. Und da endet auch unsere Mission schon. Hören wir mal rein. Jo, und das war's mit dieser Mission. Ich bin gespannt, wo es noch hinführt, was die Konföderation noch vorhat und wo uns die Söhne von Korhal noch hinbringen. Freut euch auf jeden Fall auf den nächsten Part, denn da gibt's eine neue Hauptfigur, die wir kennenlernen. Da freue ich mich schon richtig drauf, nämlich einer meiner Lieblingscharaktere. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, du schaltest wieder ein. Ich war dein Mossi. Auf Wiederkuscheln. Ciao!